In unserer Region gefällt mir vor allem die schöne Landschaft mit dem weiten Blick in die Berge und mitten drin, das immer urbaner werdende Städtli Sorsi. Wir haben ein grosses Wachstum hinter uns und in der Zukunft müssen wir fest darauf schauen, dass das nachhaltig und für alle verträglich so weitergehen kann. Das wird uns ganz sicher gelingen, weil die Menschen, die hier leben, die haben einen offenen Geist und sind voller Innovationskraft. Und das tun ich im Kantonsrat Ihnen weitertragen. Eine junge Stimme für Luzern. Willst auch du, dass die jungen Generationen in Zukunft Luzernin vertreten sind? Die politischen Entscheidungen von heute prägen die Generation von morgen am längsten. Ich setze mich ein für KMU, das duale Bildungssystem, Vereine, eine schnelle Energiewende und vieles mehr. Willst du mehr über mich wissen? Geh auf lucabog.ch und ich freue mich über deine Unterstützung mit 2 Stimmen am 2. April. Es ist schon eben interessant, als wir den ersten Vorstoss gemacht haben, dass man das Holz mehr brauchen soll, zum Bauen und für die Energiegewinnung, sind wir zum Teil belächelt worden. Jetzt ist das ganz anders. Das Holz ist im Trend und der Wald hat ganz einen anderen Stellenwert. Wir müssen den Wald mehr pflegen und besser nutzen. Wir müssen richtig Gas geben im Wald. Aber habt keine Angst, ich lasse sagen, ihr ist im Wald draussen an. Denken Sie daran, am 2. April haben wir Wahlen. Mit der Liste 3 sind Sie auf dem richtigen Weg. Ciao zusammen. Hallo zusammen. Ich komme von Gunzbau und gunzbau.ch ist meine Internetadresse. Weil 60 Jahre Lebenserfahrung kann ich euch nicht in 30 Sekunden überbringen. Darum nur das Wichtigste. Ich setze mich ein für KMU, ich setze mich ein für erneuerbare Energien und ich bin seit 4 Jahren im Kantonsrat in der Finanzkommission. Darum sind mir gesunde Finanzen besonders wichtig. Alles andere könnt ihr nachlesen auf meiner Homepage. Und denkt daran, bei mir gibt es kein Blabla. Bei mir steht der Macher im Namen. Wählen ist wichtig. Darum nimm auch du deine Unterlagen vor, am besten die Liste 3, und schau, dass der Estermann nicht nur einmal, sondern zweimal drauf steht. Ich bringe Digitalisierung, Berufsbildung, Vereinsleben, KMU und Landwirtschaft in den Kantonsrat. Mit diesen Sachen vertrete ich sicher auch dich. Politiker müssen Lösungen suchen. Konstruktiv, Chancen packen und nicht immer nur Nein sagen. Das ist mein Credo, nicht nur beim Arbeiten, sondern auch beim Politisieren. Danke für deine Stimme und fürs Weitersagen. Ich werde mich zu Luzern für eine enkeltaugliche Landwirtschaft einsetzen. Das heisst, wir brauchen ökologisch, aber auch wirtschaftlich und sozial langfristig funktionierende Konzepte. Ich habe hier mein Plackeneisen dabei. Das ist ein Werkzeug, das ich als Biobauer viel brauche. Es ist eine kleine Fleissarbeit, man muss sich ein bisschen reinknäulen, aber man erreicht gute Resultate. Mit dem gehe ich die Sache an den Wurzeln an. Das ist meine Arbeitsweise, das ist auch meine Lebenseinstellung und so werde ich mich auch im Kantonsrat einbringen. Danke vielmals. Die Region Sempachersee ist mein Lebensmittelpunkt. Hier wohne ich, hier arbeite ich und verbringe ich meine freie Zeit. Erholung ist für mich Sport machen und mit Familie und Freunden draussen Zeit zu verbringen. Am liebsten am Sempacher oder am Mauensee. Hier ist es so schön und zudem müssen wir Sorge haben. Ich will auch älter werden in unserer Region. Für uns alle ist es wichtig, dass ambulante, stationäre und Langzeitpflege aus integrierter Versorgung gut zusammenarbeiten. Für das setze ich mich ein. Mit Weitblick und Freude unsere Zukunft gestalten. Ich brenne für gute, mehrheitsfähige Lösungen, die verbinden. Offen, ehrlich und direkt pflege ich den Austausch und den Dialog mit den Menschen. Es stehen viele Herausforderungen an, die es gilt anzupacken. Das geht aber nur miteinander. Ich wünsche mir, dass unser Lebensraum auch in 100 Jahren noch so unverschämt schön ist wie jetzt. Mehr zu mir und meinem Wirken auf meiner persönlichen Webseite unter www.mensch-manuela.ch. Schön, wenn Sie mich begleiten und unterstützen. Herzlichen Dank.
Als Kantonsrätin wollte ich am Puls der Entscheidungen mitgestalten, mitentwickeln und mitverantwortung tragen. Dazu hilft in mir der Kopf, das Herz und die Hand. Denn darum geht es in all diesen Entscheidungen. Es geht um Menschen, es geht um die Basis, wo wir die Gesetze neu gestalten, anpassen, dass die Gesellschaft im Weitergehen eine Grundlage hat, eine gesunde, gute Grundlage hat. Nach 31 Jahren Selbstständigkeit und Führung eines Dekorationsgrosshandels bin ich seit 2020 als Gemeinderätin in Trienker tätig und arbeite als Kassenassistentin an der Schule Wallwil. Mit meinen beruflichen Erfahrungen würde ich mich im Kantonsrat für KMUs einsetzen. Ebenso wichtig ist mir die Schule und die Bildung. Mit den aktuellen Problematiken ist der Kanton gefordert, optimale Lösungen auszuarbeiten und zeitnah umzusetzen für eine gesunde und zukunftsorientierte Schule. Seit über 50 Jahren wohne ich in Nottwil am schönen Sempacher See. Ich schätze die Gegend sehr und kann mir nicht vorstellen, an einem anderen Ort zu leben. Für das schöne Naherholungsgebiet rund um den Sempacher See mit seiner schönen Natur würde ich mich gerne im Kantonsrat einsetzen. Als Familienvater und Grossvater unterstütze ich eine familienfreundliche Politik im Kanton Luzern. Als Meisterbauer und Gemeinderat Ressort Finanzen verstehe ich es, mit den finanziellen Mitteln haushälterisch umzugehen. Das Wissen würde ich gerne im Kantonsrat einbringen. Als Familienvater, Mitglied der Geschäftsleitung in einem Holzbauingenieurbüro und stellvertretender Führerkommandant, arbeite ich lösungsorientiert und verantwortungsvoll. Ich setze mich ein für erstens den nachhaltigen Lebensraum für Mensch und Tier, zweitens für starke KMU, sie sind das Rückgrat der Wirtschaft, und drittens für eine architektonisch hochwertige Bauweise. In unserer Region gefällt mir die wunderschöne Natur und die schönen Landschaften, aber auch unsere gute Infrastruktur, wie zum Beispiel die Schulen und die gute ÖV-Erschliessung. Potenzial haben wir sicher noch im Thema Verkehr. Dort brauchen wir in der Region Sorsi zukunftsfähige Lösungen. Und mir ist es wichtig, mich einzusetzen für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, aber auch mit dem Kanton. Im Kantonsrat möchte ich mich einsetzen, erstens für eine zukunftsfähige, moderne Familienpolitik, für ein höchstes Bildungsniveau auf allen Stufen. Dort denke ich insbesondere auch an Berufsbildung, die wir dringend brauchen, damit die Unternehmen in unserer Region auch in Zukunft gute und genügend Fachkräfte haben. Und drittens ist es mir sehr wichtig, den kommenden Generationen in intakte Umwelt zu hinterlassen. Leben und Arbeiten in einer aufstrebenden und intakten Region. Damit das möglich ist, engagiere ich mich stark für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für unser duales Bildungssystem, für eine soziale und nachhaltige Marktwirtschaft und eine massvolle Klimapolitik. Für das setze ich mich ein. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Verantwortung wahrnehmen, Verantwortung tragen. Mit 22 habe ich den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Es braucht eine Vision, wie man vorwärts kommt. Genau das durfte ich auf dem Betrieb haben, umsetzen und können gestalten. Genau das ist mir für unseren Kanton auch wichtig. Es ist wichtig, dass wir eine klare Vision haben, wodurch wir gehen, dass wir das mit der Verantwortung tragen und umsetzen. Wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort und wir müssen die Chancen packen, die wir haben. Wir haben Sonne, wir haben Wind, wir können die Energiewende in unserem Kanton gestalten und umsetzen. Das ist mir wichtig und ich hoffe, du tust mich unterstützen im Weg in den Kantonsrat. In der Zeit als Gemeindepräsident von Büren bis jetzt betreibe ich Politik mit Weitsicht. Weitsicht braucht es auch drei Kernthemen, die ich mir als Kantonsrat einsetzen werde. Bei den Finanzen können wir nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Bei der Energie können wir nicht nur alternative Anlagen bauen, es braucht dringend und schnell Speicherkapazitäten. Bei der Verkehrsplanung braucht es ein intaktes und funktionierendes Strassen- und ÖV-Netz. Der Alltag zeigt, dass der Pendlerverkehr nicht mehr jederzeit gewährleistet ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir leben in einer wunderschönen Region und es geht uns gut. Dass das so bleibt, braucht Solidarität und Eigenverantwortung von uns allen. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen
für eine innovative Wirtschaft und eine starke Berufsbildung. Und wir brauchen eine nachhaltige Raumentwicklung, die in Kreisläufen plant und handelt. Für das möchte ich mich im Kantonsrat einsetzen. Als Stadträtin, Unternehmerin und Architektin bin ich es gewohnt, strategisch zu planen, so dass gesteckte Ziele schlussendlich auch umgesetzt werden können. Die eiszeitliche Hügellandschaft rund um den Sempachersee mit Blick in die Alpen ist wunderbar. Und ich bin dankbar, hier im Sauertal zu wohnen, wo es sehr hohe Lebensqualität gibt. Die ist aber auch abhängig von einer nachhaltigen Gesundung von eischen Seen. Und gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wo die Seen zusätzlich stresst, sollte nach meiner Meinung der Kanton mehr Verantwortung übernehmen in dieser Sache und mehr Verbindlichkeiten eingehen als bisher. Für das werde ich mich weiterhin einsetzen. Merci für eure Unterstützung.